Mein Name ist Nina Gülsdorf. Herzlich willkommen zu unserem Webinar im Rahmen von Wir Sternchen, das begrenzte Wir. Unser Gast ist heute Judith Kohlenberger. Schon mal vorab hallo. Hallo. Genau, wir haben ja in den letzten Webinaren, also wir hatten Malte Thiessen zu Gast. Es ging um, dass die nationalstaatlichen Grenzen immer größer werden, immer höher werden durch Covid-19. Wir hatten Frau Gros zu Gast und heute reden wir eher über die unsichtbaren Grenzen einer Gesellschaft in diesem neuen Wir. Genau, ich würde Frau Kohlenberger gleich vorstellen, aber wie immer habe ich ein paar technische Anmerkungen. Heute, Franziska Betz wird sich gleich wegschalten. Also Frau Kohlenberger sehen Sie unten, also das weiß ich gar nicht, ob unten. Also Franziska Betz wird sich jedenfalls gleich verabschieden. Die moderiert jedenfalls im Hintergrund den Chat. Und ich sage, gebe Ihnen noch ein paar Sachen mit auf den Weg, was Sie wissen sollten, wenn Sie sich beteiligen wollen, was uns sehr am Herzen liegen würde, weil wir ist ja immer ein Thema mit Beteiligung. Das Erste ist, dass dieses Webinar aufgezeichnet wird. Das ist natürlich besonders interessant für Sie, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen muss ich das erwähnen, wenn Sie sich zu Wort melden. Also, und es gibt die Möglichkeit, also zur Wortmeldung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können einfach zum Beispiel erstmal Anmerkungen in Chat schreiben. Sie haben unten so eine Leiste, da gibt es einen Chat. Sie können aber auch bei Frage und Antworten Ihre Fragen eingeben. Und das wäre sehr gut, wenn Sie wirklich für Frage und Antworten dieses Tool nutzen würden. Und außerdem können Sie einfach so Ihre Hand heben und dann würden wir Sie fragen, ob Sie tatsächlich zu uns auf die Bühne kommen wollen. Dann können wir das Video anmachen. So sind Sie jetzt noch ein bisschen geschützt in der Anonymität und können einfach zuhören. Dass Sie live zu uns kommen, wäre natürlich am schönsten. Nochmal kurz zur Info: Die Veranstaltung dauert bis 20:30 Uhr. So, ein Tool stelle ich noch nicht vor. Jetzt stelle ich nämlich erstmal unseren Gast vor. Frau Kohlenberger, herzlich willkommen. Guten Abend. Ich sage noch ein paar Sachen zu Ihnen. Es gibt so zwei Dinge, die uns darauf gebracht haben, Frau Kohlenberger einzuladen. Einmal so ein Moment, dass man denkt, okay, unser Projekt heißt Wir Sternchen. Und das nächste ist, dass es dieses Buch gibt, wo ganz groß Wir draufsteht. Und da haben wir gedacht, okay, diese Frau müssen wir einladen. Sie teilt mit uns offensichtlich Themen. Sag noch einmal ganz kurz auch was zu diesem Projektrahmen. Das ist ein zweijähriges Projekt des Schauspielhaus Grazes, in dem es um Grenzerfahrungen geht. Also es das heißt ja, wir eine Grenzerfahrung. Es geht um Grenzen und die Erfahrungen, die wir machen mit unseren persönlichen Grenzen. Im Oktober gibt es den ersten Kongress und jetzt gibt es eben diese Webinarreihe. Das Schöne ist, und deswegen habe ich das jetzt eingeflochten, ist, dass Frau Kohlenberger sich also nicht nur über das Wir Gedanken macht, sondern dass sie auch sehr aktiv ist. In Geflüchtetenfragen, in der Frage, wie wir mit den europäischen Außengrenzen umgehen. Also das heißt, eigentlich haben wir heute so viele Themen auf dem Tisch, dass wir wahrscheinlich noch am liebsten ein zweites Webinar mit Ihnen machen würden, Frau Kohlenberger. Aber wir fangen mal so ganz geordnet an, und Sie können sich dann gerne zu Wort melden. Frau Kohlenberger ist promovierte Kulturwissenschaftlerin. Sie können mich immer korrigieren, wenn ich irgendwas falsch mache. Ne? Im Moment arbeitet Ist sie doch aber. wichtig, ist doch Ja, wichtig. bisher ist noch alles richtig. Sie isst gerne Brötchen mit. Nein, das weiß ich überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass sie an der Fachhochschule in Wien forscht und auch an der Wirtschaftsuni in Wien. Und die großen Themen sind Sachen, die wir jetzt schon genannt haben: Flucht, Migration, Integration und gesellschaftliche Teilhabe. Sagt sich jetzt so schnell, sind aber alles gewichtige Themen. Und da gibt es eben auch sehr viel ehrenamtliches Engagement auf der Seite. Zum Beispiel gibt es den Verein Courage, Mut zur Menschlichkeit, die jetzt gerade einen Plan zur geordneten Rettung vorgestellt haben. Da geht es um natürlich wieder mal die Camps an den Außengrenzen.
Und ganz neu, das habe ich auch gerade erst im Gespräch erfahren, ist, dass Frau Kohlenberger Sprecherin des Wiener Integrationsrates geworden ist. Und das ist natürlich ist ein Projekt, was jetzt auch, glaube ich, Sie mit Spannung, wenn ich das richtig verstanden habe, beobachten. Ja, wie man da Wirksamkeit erreichen kann, bestimmt auch ein Thema von heute Abend, Wirksamkeit in diesen Fragen. Frau Kohlenberger, gleich stelle ich Ihnen eine Frage. Jetzt stellen wir aber noch dem Publikum eine Frage. Es gibt nämlich noch ein Abstimmungstool. Sie können sich beteiligen, indem Sie abstimmen. Und das probieren wir jetzt gleich mit der ersten Frage aus. Sie haben ja gesehen, also oder bestimmt im Ankündigungstext gelesen, deswegen sind Sie da. Grenzen durchziehen unsere Gesellschaft und die sind aber oft unausgesprochen, sind aber sehr wirkungsvoll. Und es gibt ja jetzt gerade diese drei Kategorien: Gender, Race und Class, ja, also Klasse, Geschlecht und Herkunft. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, welche dieser Kategorien Sie in Fragen der Benachteiligung für am folgenschwersten halten. Ja, jetzt können wir die Umfrage beenden. Jetzt gebe ich noch mal die Resultate frei. Das müssten jetzt eigentlich alle sehen. Genau, also die Frage Herkunftsland und Klasse sind die beiden, einer 60, einmal 40%. Geschlecht hat nicht so viel Dinge bekommen. Genau, obwohl wir hier alles Frauen sind oder vielleicht gerade deswegen. Genau. Vielen Dank, liebes Publikum. Frau Kohlenberger, ich würde jetzt Sie als erstes mal im Kontext Ihres Buches fragen, das ja Wir heißt. Also die erste Frage ist eigentlich, wen meinen Sie, wenn wir sagen? Oder wen meinen wir, wenn wir sagen? Ja, das ist ja vielleicht auch schon eine Frage nach Ausgrenzung. Genau, ich würde Sie da einfach mal. Ja, vielen Dank nochmals für die Einladung. Freue mich wirklich sehr und bin auch der Meinung, dass das auf sehr vielen Ebenen sehr gut harmoniert, mein Buch und meine Forschungsinteressen mit der Zielsetzung des Projektes und auch natürlich mit dieser Idee, einfach ganz groß und auf unterschiedlichen Ebenen über Grenzen nachzudenken. Im Grunde habe ich das mit dem Buch auch versucht zu tun. Ja, ich beginne ja mein Buch mit der vielleicht etwas paradoxen Feststellung, dass es das Wir eigentlich gar nicht gibt. Es ist vor allem in materieller, physischer Hinsicht gemeint. Also es gibt das Ich, das ich angreifen kann und hier ist, und es gibt das Du vor mir sitzend, zumindest virtuell gesprochen, jetzt auch immer mehr in physischer Präsenz wieder. Aber das Wir ist zumindest, was jetzt diese physische Entität betrifft, viel schwieriger fassbar. Das ist so diese eine Seite. Gleichzeitig aber merkt man auch, dass dieses Wir nicht nur sehr, man würde sagen, elusive ist auf Englisch, also so ein bisschen so, es entfleucht uns immer. Es ist umgekehrt aber wahnsinnig wirkmächtig und bestimmend in unserem Alltag, in unserem Leben. Und wir sind natürlich gleichzeitig Teil vieler unterschiedlicher und manchmal sogar sich widersprechender Wirs. Also das beginnt eigentlich bei der kleinsten gemeinsamen Einheit, zum Beispiel in der Paarbeziehung, im Privaten. Das ist ein ganz starkes, wichtiges Wir für viele Menschen. Die Familie wird auch oft genannt, wenn man sagt, welches Wir, zu welchem Wir fühlst du dich zugehörig? Und das kann man dann eigentlich beliebig hoch spielen und exerzieren, bis hin zu diesen auch rechtlich definierten Wirs, die tatsächlich dann ganz massiv bestimmend sind über unsere Lebensrealitäten und auch die Chancen, die man im Leben erhält, wie zum Beispiel das Wir einer Nation, das Wir eines Staatsvolkes, das Wir eines Wahlvolkes und so weiter. Das ist so dieses eine, wenn wir über das Wir sprechen und gleichzeitig, was beim Wir ja immer mitschwingt, klassische Dialektik einfach, das ist quasi die Schattenseite, kann man sagen, nämlich die anderen. Und das kann man, muss man nicht, aber man kann im Grunde bis auf Hegel zurückgehen, der das auch in Phänomenologie des Geistes gut definiert hat. Also das Selbst in seiner eigenen Wahrnehmung und Identität und im Selbstbewusstsein benötigt eigentlich immer den anderen auch zur Abgrenzung. Und diese Abgrenzung an sich, und das ist zum Beispiel ja auch in der Psychoanalyse als Disziplin zu finden, ist überhaupt noch nicht das Problem. Die Tatsache, dass ich im Grunde immer auch andere brauche, um mich meines eigenen Statuses versichern zu können. Wo höre ich auf? Wo fängt der andere an?
problematisch wird es dann oder schwierig wird es dann, wenn diese Abgrenzung in eine Ausgrenzung mündet oder in eine Abwertung. Und das sieht man tatsächlich sehr, sehr schnell, wenn wir über wir und die anderen sprechen, dass da eine gewisse Wertung mitschwingt, eine gewisse Zuschreibung, oftmals negative Attribute an die anderen. Und wir haben das in der Kulturgeschichte natürlich immer wieder gesehen, wie das auf unterschiedliche Marginalisierungsdimensionen oder Benachteiligungsdimensionen angewandt wurde. Also die hier genannten sind natürlich exemplarisch. Für Geschlecht zum Beispiel das feministische Manifest sondergleichen Simone de Beauvoirs, das andere Geschlecht, dass er genau dieses Wir und die anderen so ein bisschen im Fokus hatte, nämlich dass das eine Geschlecht, das Bestimmende, die Norm, ist das männliche und das andere, im Französischen ist es noch ein bisschen stärker, der deuxième sexe, also das zweite Geschlecht eigentlich, so eine Abstufung, ist halt die Frau und die ist immer so ein bisschen als die Negativschablone zur Norm gesehen. Gleichzeitig aber ist es mehr als eine reine Abgrenzung, männlich-weiblich, also mehr als eine Unterscheidung, weil dahinter steht auch die Zuschreibung von eher negativen Attributen an das andere Geschlecht zum Beispiel. Und ähnlich verhält es sich auch bei Fragen der Herkunft ganz stark. Und das ist so ein bisschen dieses Thema, das ich auch versuche zu umkreisen oder mich dem anzunähern auf unterschiedlichen Ebenen, wenn es ums Wir geht. Also ganz stark auch aus der Sicht von Herkunft im weitesten Sinne, geografischer wie auch sozialer Herkunft natürlich, die sehr eng miteinander verknüpft sind, muss man sagen. Und im Grunde eigentlich die Frage, wer denn eigentlich immer die anderen sind in unserer Gesellschaft und was für Folgen das hat für uns, für die anderen, aber auch natürlich gesamtgesellschaftlich betrachtet, wo wir uns hinbewegen im Sinne eines pluralistischen Zusammenlebens. Sie haben ja auch noch mal gesagt, dass gerade während Corona, das ja oft als Verstärker betrachtet worden ist, sich dieses Wir noch mal stärker konstituiert und eigentlich Grenzen noch mal stärker aufgemacht werden. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, also inwieweit diese Grenzthematik sich noch mal verschärft hat während der Pandemie? Ja, also einerseits das Wir war natürlich sehr, sehr präsent, gleich vom Beginn der Pandemie an, diese fast täglichen Appelle an das wir halten zusammen, schau auf dich, schau auf mich, Solidarität etc. Da hat man einerseits erlebt, wie unglaublich rasch oder gut sich dieses Wir auch emotional abbilden lässt oder emotionalisiert, wenn der Einzelne angesprochen wird als Teil dieses Wirs. Also auch dieses Wir-Gefühl wurde ja da auch sehr bewusst daran appelliert. Umgekehrt hat man auch gesehen, und das ist für mich sehr deutlich geworden, als wir uns so ein bisschen in die Mühen der Ebene der Pandemiebekämpfung hineinbewegt haben, wie unglaublich rasch sich das Wir auch politisch instrumentalisieren lässt, wiederum einzahlen in dieses Wir und die anderen. Ja. Ich erinnere, im Sommer letzten Jahres zum Beispiel war ein ganz starker Diskurs, dass das Virus aus dem Ausland wieder hereingeholt worden wäre, aber nicht von österreichischen Urlaubenden, die zurückkehren, sondern eher von Menschen, die die Herkunftsfamilie auf dem Balkan besucht hätten. Ja. Und das war natürlich auch eine klassische, sozusagen, der Urlaub für Österreicher ist in Ordnung, aber dahinter stehend das, was die anderen machen, die eigentlich nicht wirklich dazugehören und Teil des Virus sind, das ist dann negativ zu bewerten. Und auf einer vielleicht globalen oder zumindest europäischen Ebene hat man schon gesehen, und da hat sich wieder etwas verstärkt, was schon vor der Pandemie da war, die Tatsache, dass Mobilität und vor allem internationale, transkontinentale Mobilität ein unglaubliches Privileg ist. Das hat sich noch massiv verstärkt. Ja. Also wir haben natürlich diese klassische Antwort auf Krisenmomente, die man im gesamten 21. Jahrhundert und schon davor durchexerzieren kann. Immer wenn es krisenhafte Momente gibt, dann antwortet man sehr schnell einmal mit Grenzschließungen. Also selbst Schengen-Raum wurde sehr rasch geschlossen. 9/11 war ja sehr, sehr ähnlich. Ich erinnere auch gerne zu solch einer Gelegenheit daran, dass viele der Sicherheitsbestimmungen, die mit 9/11 gekommen sind, zum Beispiel im internationalen Flugverkehr, die sind uns weiterhin halten geblieben. Und ich würde jetzt meinen, dass eben auch dieses Gesundheitsregime, was jetzt sukzessive eingezogen wird, grüner Pass etc., dass uns auch das lange noch erhalten bleiben wird. Gleichzeitig hat das aber natürlich sehr, sehr ausschließende Effekte, weil jetzt für uns Europäerinnen und Europäer ist es mittlerweile wahrscheinlich ein leichtes, sich so einen grünen Pass zu besorgen, ob das jetzt mittels Impfung ist oder regelmäßiger Tests. Für andere Menschen, deren Mobilität schon davor viel, viel eingeschränkter war als
jemand, der einen österreichischen und deutschen Pass besitzt, weil er halt viel mehr Reisebeschränkungen hat, viel mehr Visabeschränkungen hat, für den wird es zunehmend noch schwieriger, international mobil zu sein. Und ganz am untersten Ende dieses Spektrums sind Menschen, deren Mobilität komplett eingeschränkt ist. Das sind vor allem geflüchtete Menschen, ja, die natürlich auch, was Rechte betrifft, in dem Moment, wo sie noch keinen Asylstatus haben, eigentlich ganz am unterm Ende der Skala stehen. Und das sieht man auch daran, dass so Themen wie, was tun wir mit den EU-Außengrenzen, was passiert mit Aufnahmezentren, überfüllten Lagern, dort herrscht eine absolute Immobilität. Man könnte auch sagen, ein Regime der bewussten Immobilität, weil die Menschen können weder nach vorne in die EU, noch können sie zurück ins Herkunftsland oder in ein unsicheres Transitland. Mhm. Und das hat sich auch durch die Pandemie verstärkt. Mhm. Und also jetzt ist Herr Kickl gerade wieder zum Obmann der FPÖ gewählt worden, sozusagen, mhm. Ja. Also das heißt, das Thema Grenzen wird ja wahrscheinlich weiterhin auf der politischen Agenda sehr stark verhandelt werden. Jetzt sind wir doch ein bisschen in der Richtung, ich sage, kommen gleich wieder zu den unsichtbaren Grenzen, aber würden Sie dann, also was für Interessen außer den Auswirkungen der Pandemie führen dann noch zu der Verstärkung dieser Grenzdebatten sozusagen? Ja, ich habe jetzt da was mit der FPÖ nahegelegt, aber es kann auch noch mal in eine andere Richtung gehen sozusagen. Ja, es sind ja noch weitere Interessen, die diese Thematiken pushen, oder? Also ich habe da eine zweigeteilte Antwort darauf. Ich habe einer sozusagen eine eher politikwissenschaftlich orientierte Antwort und dann eine kulturwissenschaftliche Antwort, die wahrscheinlich so ein bisschen versucht hat, das Ganze von einer höheren Ebene zu betrachten. Also einerseits, was ganz klar wird, wenn wir uns europäische Migrationspolitik ansehen, und ich verwende den Begriff ungern, weil ich der Meinung bin, das, was da auf EU-Ebene passiert, ist eigentlich keine Migrationspolitik. Das ist reine Sicherheitspolitik, reine Grenzpolitik, aber hat mit einer Migrationsstrategie im Grunde nichts mehr zu tun, schon seit Jahren nicht mehr. Das, was hier passiert, oder die Tatsache, dass es hier so diesen ewig langen Stillstand schon gibt und auch mit dem jetzt vorgelegten EU-Migrationspakt sich nicht abzeichnet, dass es da zu einer Einigung oder einer Lösung kommt, das hängt natürlich stark damit zusammen, dass einzelne EU-Mitgliedstaaten ganz deutlich aus der ungelösten Migrationsfrage Profit schlagen und Wählerstimmen generieren. Und je nachdem, wo gerade eine Wahl ansteht, ist das auch stärker sichtbar und spürbar als woanders. Und es gibt natürlich auch immer so Wellenbewegungen da. Aber grundsätzlich erkennt man das gut. Und das trifft nicht nur, muss man sagen, auf die Visegrad-Staaten zu. Ja. Natürlich wird immer Ungarn als Beispiel genannt oder Polen, absolut. Aber ich glaube, wir haben es immer wieder auch in Österreich erlebt, wie natürlich eine Art Sündenbock-Politik betrieben wird, wo man meinen möchte, ohne dass man jemanden etwas unterstellt, also sozusagen den Verantwortungsträgern oder den verantwortlichen Akteuren etwas unterstellen zu wollen. Aber natürlich merkt man, dass die Tatsache, dass diese Frage ungelöst ist und damit immer und immer wieder Ängste geschürt werden können, aufgeheizt werden können, in regelmäßigen Abständen auf drohende Migrationsbewegungen verwiesen wird und gleichzeitig aber auch suggeriert wird durch zum Beispiel Aufstockung des Personals für Frontex, man würde für Sicherheit sorgen, was ja de facto nicht der Fall ist, weil sonst würde umgekehrt nicht ständig wieder diese Bewegung daherkommen. Also schon allein diese beiden Diskurse widersprechen einander, ja, wenn man genauer hinsieht. Aber das ist natürlich eigentlich eine sehr gut geölte Maschinerie, kann man sagen, an Narrativen, die da regelmäßig zyklisch fast gespielt werden. Und die ja tatsächlich auch teilweise zumindest zu einem politischen Erfolg geführt haben. Also das muss man sich schon noch verdeutlichen, weil ich glaube, dass wir umgekehrt sehr schnell darin sind, dann so ein bisschen diese Schuld auf die EU zu schieben und gleichzeitig aber nationalstaatliche Verantwortung von uns zu weisen. Das merke ich in meiner täglichen Arbeit auch oft, wenn ich auf Missstände hinweise, zu sagen, ja, Österreich kann ja nichts machen. Ja, das ist ja ein EU-Thema und da geht es um Außengrenzen und damit haben wir ja gar nichts zu tun. Wir haben ja gar keine Außengrenze. Das ist dann zu leicht. Ja, das ist ein bisschen politisch kurzsichtig, würde ich sagen. Also das ist so ein bisschen jetzt die politische Ebene. Kulturwissenschaftlich gesprochen, hat natürlich das, was ich vorhin erwähnt habe, diese Abgrenzung, die dann sehr schnell in eine Abwertung oder Ausgrenzung umschlägt, wenn ich das Wir von den anderen trenne. Ja. Wir bezeichnen das in der Kulturwissenschaft als Othering, also als Fremdmachen, oder ich übersetze es sehr gerne als Fremdermachen, als jemand eigentlich ist, weil das hat auch einen diskursiven Effekt. Ja.
Das hat natürlich einen ganz besonderen oder speziellen Zweck dahinter, nämlich dass ich den eigenen Status dadurch erhöhe, indem ich die anderen abwerte, ihnen negative Eigenschaften zuschreibe und gleichzeitig auch unangenehme Themen, die vielleicht uns genauso betreffen würden. Ich denke da in Österreich konkret an sehr hohe Bildungsvererbung, patriarchale Strukturen weiterhin. Ich meine, wir sind ein Land mit unter anderem den höchsten Raten an Frauenmorden in der Europäischen Union. Ja, und das sind natürlich nicht nur Menschen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind. Also es passiert ja gerade auch, wie wir zuletzt gesehen haben, in kleinsten Bergdörfern, dass solche Themen ganz stark dann an die anderen abgeschoben werden oder sozusagen hingeschoben werden. Nicht? Also wenn ich sage, das Patriarchat, das ist ein eingewandertes Patriarchat oder fehlende Bildungsmobilität liegt ja an diesen Brennpunktschulen, also Schulen mit hohem Migrationshintergrund, liegt halt daran, dass, weiß nicht, der Islam bildungsfern ist und deshalb Kinder mit muslimischer Abstammung sich natürlich schwer tun beim Lernen oder halt nicht die Sprache können. Da schiebe ich dann so ein bisschen auch einerseits die Verantwortung weg, die Probleme weg und wasche mich auch frei von, in dem Fall, patriarchalen problematischen Strukturen zum Beispiel oder von sozioökonomischen Ungleichheiten, die es gibt, und kann aber selber auch den eigenen Status dadurch erhöhen. Ja. Und das ist so ein bisschen diese Dynamik oder Strategie, die hinter so einer Abgrenzung und Abwertung steht, also hinter diesem Othering, könnte man sagen. Und das spielt, glaube ich, schon auch hinein in diesem ganz starken sich abgrenzen wollen und auch darauf beharren, jetzt bringe ich vielleicht selber noch ein Thema aus der B, darauf beharren, dass gewisse Menschen fremd im Land bleiben, siehe Staatsbürgerschaftsdebatte. Ja? Also auch die Tatsache, dass man, es braucht ja im Grunde noch diesen nächsten Schritt, dass zumindest auch, was ja ganz stark dann auch gerade klassische Arbeiterinnen und Arbeiter, die ja gerade in den 90er und Nullerjahren so stark FPÖ-Wählerinnen waren, dass man da natürlich ganz massiv auf diese Dynamik und auf diese Strategie auch gesetzt hat. Es gibt noch jemanden unter euch, es gibt noch jemanden, von dem ihr euch abgrenzen könnt. Ja? Und ihr seid auf jeden Fall höher als die, die noch ganz weit unter euch stehen, weil die haben ja noch zusätzlich dieses Charakteristikum der Herkunft und des Nicht-Dazugehörens und sozusagen das Fremdsein, des Anderssein. Und das ist kulturwissenschaftlich betrachtet so ein bisschen. Ja, aber was Sie ja, wenn ich das richtig verstehe, auch tun, Sie beschäftigen sich ja auch damit, was dann eigentlich für reale systemische Kosten diese strukturelle Ausgrenzung hat. Ja, also wo das ja nicht nur ein moralischer Appell wird, dass man das mal lassen sollte, ja, sondern auch, dass man sieht, dass es im Grunde genommen auch auf längere Sicht eine Volkswirtschaft was kostet, wenn man so viele Menschen auf der Strecke lässt. Ne? Können Sie dazu noch mal was sagen? Also besonders auch noch mal die Zahlen, die ja auch vielleicht interessant sind. Ja? Ja, das ist tatsächlich mir ein großes Anliegen auch mit dem Buch gewesen, weil wenn man es nämlich nicht nur aus der ethisch-moralischen Position betrachtet oder vielleicht der humanistischen Position heraus, sondern wenn man will, ökonomisch, ja, oder wirklich nur die Zahlen sich ansieht, dann zeigt sich auf allen Ebenen, dass eine Gesellschaft die Ausgrenzung abbaut und die einfach inklusiver ist, weil sie allen Menschen möglichst gleiche Chancen bieten möchte und dadurch auch Ungleichheiten abbaut. Solche Gesellschaften sind ökonomisch besser, sie schneiden volkswirtschaftlich besser ab, sie haben ein besseres Gesundheitssystem für alle, auch bessere Gesundheitsoutcomes für alle Menschen, dadurch natürlich weniger Folgekosten. Sie haben niedrigere Kriminalitätsraten, also gerade der Zusammenhang Ungleichheiten in der Gesellschaft, sozialer Natur, aber auch ethnischer Natur, die natürlich zusammenhängen mit Kriminalitätsraten, ist sehr gut nachgewiesen in der Forschung. Und das hat wieder auch stark mit Status zu tun, ganz klar. Und das könnte man noch ewig durchdeklinieren. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viel Forschung dazu. Und das ist eigentlich das Schöne, dass sich da das humanistische und das ökonomische Argument, was man gar nicht meinen würde, vielleicht anfangs auch treffen und in die gleiche Richtung zeigen. Und deshalb profitieren selbst die schon immer Teil auch eines sehr eng gefassten Biers waren. Ja, kann man sagen, das sind jetzt Menschen, die schon seit Generationen hier verortet und verwurzelt sind, sind weiße Menschen, das sind dann, wenn man noch länger in die Geschichte zurückgeht, vor allem Männer und so weiter. Selbst solche Menschen profitieren von einer Erweiterung des Wirs und davon, dass neue Elemente auch dazukommen und Ausgrenzung in einer Gesellschaft beendet wird.
Dann müssen wir jetzt nur hoffen, dass das viele Leute Ihnen zuhören bei dieser Argumentation, weil dann ja vielleicht sogar Leute überzeugt, die ja denken, das sind doch irgendwie, weiß ich nicht, Hirngespinste von Kulturwissenschaftlerinnen. Sie schreiben ja. Ja, vielleicht darf ich noch einen Faktor ja, sagen. Bitte, ich bitte. Ich wollte werde Sie nämlich immer gefragt, ja, wenn das eh so ist und der Zusammenhang, wieso passiert das dann nicht und wieso sieht man die Gegenbewegung? Da ist natürlich der tricky thing, glaube ich, und das ist leider auch sehr gut in der Forschung bewegt, dass uns halt Emotionen dort erreichen, wo es Fakten gar nicht hinschaffen. Also das ist gut belegt, gerade in der sozialwissenschaftlichen Forschung, wo man sieht, Gefühle, die evozieren viel mehr, die führen viel eher zu einer Handlung auch, als wenn ich jetzt da daherkomme mit meinem Chart quasi und ganz viele Zahlen, Daten, Fakten bringe, kausale Zusammenhänge aufzeige, Studien zitieren kann, Referenzen, dann hört man sich das vielleicht als aufgeklärter Mensch an. Aber zu einer Änderung der eigenen Position, der eigenen Meinung führt das sehr, sehr selten. Was führt denn zur Änderung der? Es braucht tatsächlich die Emotionen. Und ich bin deshalb, das mag vielleicht jetzt ein bisschen seltsam klingen, aber ich komme natürlich aus der Wissenschaft und ich argumentiere sehr viel mit Zahlen und Fakten. Aber ich bin mittlerweile schon ein bisschen allergisch auf diesen Stehsatz, wir müssen die Migrationsdebatte versachlichen. Das hört man ja von bis in unterschiedlichen Varianten. Also gerade gestern, Weltflüchtlingstag, hat man es wieder gehört. Ich bin da vorsichtig, weil ich glaube einerseits als jemand, der, und ich glaube, das ist auch in Ordnung, das zu sagen, weil ich würde mich jetzt in meiner eigenen Position als jemand sehen, der Migration als ein positives Phänomen wahrnimmt, weil da wieder die Empathie auf meiner Seite ist. Migration ist ein Teil der Menschheit, der Menschheitsgeschichte und auch Antrieb und Motor für Innovation jeglicher Art. Und es kann gar nicht das Ziel sein, Migration auf Null zu bringen. Aber selbst wenn man sozusagen auf migrationspositiver Seite versucht, in die Debatte einzusteigen mit rein sachlichen Argumenten, hat man im Grunde die schwächeren Waffen gegenüber jenen, die sehr stark mit Angst arbeiten. Angst ist eine ganz starke Emotion, die unglaublich auch motivierend, mobilisierend wirken kann. Andere Emotionen, die aber auch sehr gut wirken kann, gerade wenn es um soziale Bewegungen geht, ist zum Beispiel Hoffnung und auch sozusagen positiv konnotierte Formen der Freude oder der Vision, wie es denn auch anders aussehen kann. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Und ich glaube, auch deshalb ist es ein bisschen verfehlt, nur rein eine Versachlichung anzustreben, weil man muss schon anerkennen, gerade bei Themen wie Flucht, ich meine, da geht es natürlich, ich möchte nicht pathetisch klingen, aber da geht es natürlich um Menschenleben, ganz klar. Ja? Also Papst Franziskus ausgerechnet hat jetzt letztens auch das Mittelmeer als den größten Friedhof Europas bezeichnet. Da geben wir wieder die Studien recht. IOM hat gezeigt, das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt, noch vor der stark militarisierten Grenze der USA zu Mexiko. Das heißt, da geht es natürlich wirklich um vieles und das ohne Emotionen betrachten zu wollen als Anspruch, ist eigentlich schon zu hinterfragen. Und ich glaube deshalb, dass es absolut legitim ist, auch Emotionen wahrzunehmen und einzubringen in die Debatte. Und dass die Versachlichung vielleicht so funktioniert, dass man aber dennoch natürlich sich bewusst ist, was hinter Statistiken und Zahlen steht. Und gleichzeitig aber auch, also oft wird dann ja auch, ich erinnere an dieses unsägliche Interview, das Außenminister Schallenberg einmal gegeben hat, als es um Moria ging, wo er gemeint hat, das Geschrei muss sich aufhören und er würde jetzt die sachliche, rationale, nüchterne Position vertreten. Und das Gegenteil ist meines Erachtens der Fall, weil, wie gesagt, Angst zu schüren ist eigentlich eine ganz, ganz starke Emotion. Und das passiert natürlich, und das kann ich tatsächlich auch, indem ich vermeintlich neutrale Zahlen bringe, die wahnsinnig groß und hoch und beeindruckend wirken. Zum Beispiel, wie viel Österreich geleistet hat 2015, wie viele Menschen weltweit auf der Flucht sind, was da auf uns zukommt. Das schürt natürlich auch Emotionen, obwohl es eine Zahl ist. Also ich glaube, man muss sich dieser Wechselwirkungen bewusst und auch immer der Kontextualisierung. Und gerade als Wissenschaftlerin weiß ich natürlich, Zahlen und Statistiken sind nie komplett objektiv oder neutral. Es geht immer darum, wie ich sie einordne, in welche Relation ich sie setze, was sie bedeuten im Kontext und so weiter. Ich glaube, dass das ja auch ein sehr interessantes Thema wäre für eine Allianz zwischen Kunstschaffenden und Wissenschaft, weil die hoffnungsvolle Emotionalisierung von Zahlen wäre dann ja unsere Aufgabe, würde ich sagen, im Theater. Weil, genau, ich schon das Gefühl habe, dass viele Zahlen natürlich einem manchmal nochmal so einen Sinnzusammenhang aufmachen und
also vor Augen stellen. Und das ist dann, glaube ich, auch sehr leicht, auch mal positiv zu emotionalisieren. Also finde ich, genau, interessant. Ich würde gerne auf auch einen sehr emotionalen Begriff kommen. Es wird ja gerade sehr viel über White Privilege, also das Privileg. Das Privileg ist ja auch gerade ein Wort, was ich glaube, was die meisten Leute nicht in ihrem aktiven Wortschatz hatten noch vor 5 Jahren. Und jetzt ist es sehr umstritten. Ich würde Sie zunächst einmal fragen wollen, um das vielleicht nochmal abzugrenzen. Sie haben an einer Stelle in Ihrem Buch geschrieben, dass viele Privilegien vielleicht einfach Grundrechte sind, also die bestimmte Leute nicht wahrnehmen können sozusagen. Ja. Wie würden Sie dann Privileg und Grundrecht, wie würden Sie die beiden voneinander trennen sozusagen? Oder ist die Unschärfe interessant vielleicht sogar, dass die aus bestimmten Perspektiven so oder so gesehen wird? Ja. Ja. Also wenn man jetzt rein legistisch spricht, also rein jetzt mit juristischer Brille quasi, sind wir zumindest, was jetzt europäische Länder betrifft, schon so weit, dass die Grundrechte und vor allem die Menschenrechte ja für alle Menschen gelten, mittlerweile sogar unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Ja. Gleichzeitig ist aber das Privileg... Auf dem Papier. Ja. Genau, ja. Das ist der Unterschied. Also das Privileg ist dann eigentlich die Frage... Der Zugang zu diesen Rechten, wie gestaltet sich der, ja, diese Rechte einfordern zu können oder vielleicht gar nicht mehr aktiv einfordern zu müssen, weil sie einem automatisch zugestanden werden, qua Hautfarbe, qua Geschlecht, qua etc. Oder aber selbst an der Einforderung zu scheitern, ja, auch der Zugang zu diesem Recht zunehmend erschwert wird. Am Asylrecht erkennt man es ganz, ganz deutlich. Also ich glaube, niemand innerhalb der Europäischen Union würde jetzt, gerade in diesem Jahr 2021, wo ein Jubiläumsjahr ist, 70 Jahre nämlich, die Genfer Flüchtlingskonvention in irgendeiner Form in Abrede stellen. Also das gibt es, immer, vielleicht Parteien ganz rechts damit, ja, aber grundsätzlich der Konsens ist schon, das greift man jetzt mal nicht an. Was aber gleichzeitig passiert, und in der Forschung bezeichnen wir das als Asylparadox, ist, dass der Zugang zu diesem Recht, auf europäischem Boden einen Asylantrag stellen zu dürfen und im Fall eines positiven Bescheides dann auch aufgenommen zu werden, der Zugang zu diesem Recht wird zunehmend erschwert. Ja? Indem wir materielle, also physische Mauern, aber auch natürlich viele ideelle Mauern drumherum aufbauen. Im neu vorgestellten EU-Migrationspaket sind da sehr, sehr viele Konzepte enthalten, die im Grunde nicht nur die Außengrenzen Verzeihung, ich habe gerade das eine Wort nicht verstanden. In dem Migrationspakt, in dem Euro, worin sind da sehr viele Sachen? Sehr viele Instrumente enthalten, die einerseits materielle Grenzen bauen, aber auch ideelle Grenzen. Ja. Worin? Und das Wort habe ich nicht verstanden. EU-Migrationspaket. Okay. Genau. Was ja ohnehin, muss man sagen, noch weit von einer Zustimmung entfernt ist, obwohl es so ein Minimalkonsens ist, aber selbst da sagen die Visegrad-Staaten, das geht uns zu weit. Das ist eine schwierige Debatte. Aber da ist eben spannend auch, dass einerseits sozusagen die Grenzen weiter aufgeforstet und aufgepolstert werden und mit noch mehr also Gesundheitsscreenings und Identitätsfeststellungen und Schnellverfahren, bevor man überhaupt zum regulären Asylverfahren zugelassen wird, gibt es ein Schnellverfahren. Das heißt, die wenig Aussicht auf Erfolg haben, wie auch immer man das feststellt, die werden gar nicht zugelassen. Also die kommen gar nicht in den Genuss, dieses Grundrecht in Anspruch zu nehmen. Und davor steht natürlich überhaupt noch die Auslagerung der Grenzen an Drittstaaten durch Abkommen wie jene mit der Türkei, mit Marokko etc. Ja. Das verdeutlicht anhand des Asylrechts, wie zwar das Recht de facto besteht, und ich glaube, es würden auch die allermeisten Parteien, die jetzt im EU-Parlament vertreten sind, sagen, das ist wichtig, das ist Teil des europäischen Wertefundaments, da geht es irgendwie auch darum, was Europa ausmacht, dazu stehen wir, aber der Zugang zu diesem Recht wird erschwert. Ja. Und wie gesagt, man bezeichnet das als Asylparadox und das ist tatsächlich etwas, was sich sukzessive seit den letzten Jahren schon zeigt, wie das jetzt nach und nach ausgehöhlt wird. Ja. Und das erkennt man, das kann man natürlich jetzt auf andere Grundrechte im Grund auch umlegen. Und da würde ich gerne diese Privilegiendebatte auch ansiedeln. Ich glaube, Privilegien ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff, gerade im Deutschen, weil man meint, das wäre irgendwie so etwas Besonderes oder fast einen Bonus, den man eben hat, nur weil man weiß ist oder weil man vielleicht ein Mann ist oder sonstig irgendwie mit anderen Diskriminierungsformen nicht zu kämpfen hat. Im Grunde ist es vielleicht eher so zu erklären, dass man überhaupt die reelle Chance hat, dass
die eigenen Anstrengungen im Leben, die eigene Leistung im Leben zu Erfolg führen kann. Und Menschen, die dieses Privileg nicht haben, die haben nicht einmal die reelle Chance von Beginn an. Oder müssten sich wesentlich, wesentlich mehr anstrengen. Ne? Und das stellt eben nicht in Abrede, dass jeder, ich finde jetzt bewusst diesen unglaublich aufgeladenen Begriff, jeder alte weiße Mann, der in einer Machtposition sitzt oder der zum Beispiel eine Aufsichtsratposition hat, dass der nicht wahnsinnig viel gearbeitet hat in seinem Leben, dass der nicht wahnsinnig viel geleistet hat, ja, unter teilweise persönlichen Entbehrungen. Das möchte niemand absprechen und das ist auch vielfach der Fall. Aber tatsächlich im Vergleich mit anderen, zum Beispiel mit Frauen, aber vor allem natürlich stärker noch marginalisierten Gruppen aufgrund Herkunft, Hautfarbe etc., hat er überhaupt die Aussicht gehabt, die Chance gehabt, dass diese Anstrengungen auch zum Erfolg führen. Ja. Und die Debatte ist sehr, sehr schwierig. Ich merke auch tatsächlich, im angloamerikanischen Raum gibt es mittlerweile mehr Begriffe, mehr Terminologie auch, damit umzugehen, weil das natürlich sehr oft so verzerrend wirkt, als würde man jemandem etwas aberkennen wollen oder als würde man auch die Leistung nicht anerkennen wollen. Das hätte man nur wegen seiner weißen Hautfarbe oder seines männlichen Geschlechts diese Position errungen. Und darum geht es natürlich nicht. Aber es geht um diese reellen Chancen, die man hat und die Tatsache auch, dass diese Grundrechte, die für alle verbrieft sind, gerade für privilegierte Gruppen ganz selbstverständlich gelten. Und bei anderen marginalisierten Gruppen ist das weniger der Fall. Sie haben ja auch ein Kapitel in Ihrem Buch, das heißt Reject Your Privilege, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich auf Englisch ist, aber es geht um die Ablehnung oder Taktiken der Ablehnung der eigenen Privilegien eigentlich. Ja, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, wie man vielleicht, also das ist ja fast ein Ratgeber, wie man im eigenen Leben ab und zu schafft, hinter das Privileg mal so ein bisschen, also einen Schritt zu kommen sozusagen, ja, weil normalerweise ist man ja nicht in der Lage, eben seine Privilegiertheit sozusagen, die kann man vielleicht kritisch befragen, aber abzulegen kann man die ja meistens nicht, weil sie ja mit der Hautfarbe verbunden ist oder mit dem Geschlecht oder so. Also ich habe im Buch ein Beispiel auch, das ich bringe, das ich vielleicht ganz kurz nacherzähle, weil ich finde, dass das sehr gut auf den Punkt bringt, wie es funktionieren kann. Aber ich möchte vorausschicken, das ist keineswegs einfach und das ist vor allem etwas, was halt auch wehtut. Also das muss man, glaube ich, schon, das ist in der Debatte manchmal noch so ein bisschen so, ich habe vorher gesagt, gesellschaftlich gesprochen stimmt das natürlich, die gesamte Gesellschaft profitiert davon, wenn wir Ausgrenzung abbauen und auch diverser vor allem, aber inklusiver werden und alle Menschen ähnliche, wenn nicht die ganz gleichen Chancen haben. Gleichzeitig für einzelne Menschen, die jetzt natürlich zum Beispiel ganz an der Spitze stehen, die jetzt einen Platz am Tisch haben, wird es ein bisschen enger, wenn man zusammenrücken muss und dann noch andere kommen und auch was Kuchen wollen. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Das merke ich, das ist manchmal so ein bisschen der Teil der Debatte, der dann ausgeklammert wird, dass es halt wehtut. Also ich bin ja überhaupt der Meinung, es muss eigentlich wehtun, weil ich habe auch so als zentrale These im Buch diesen Begriff der Wachstumsschmerzen des Wirs. Das heißt, das Wir wird dann größer und kann sich ausdehnen, wenn im Grunde auch ein Konflikt möglich ist. Und wir diesen Konflikt, der passiert, aber nicht von vornherein als ein Scheitern der pluralistischen Gesellschaft wahrnehmen, sondern eben als Teil dieser Wachstumsschmerzen hin zu einem größeren Wir. Ich habe da so ein bisschen diese zentrale Metapher auch reingebracht. Das ist so ähnlich wie wenn eine Wunde, wenn sie eben zusammenwächst und heilt, dann natürlich auch wehtut, sie brennt, sie juckt. Oder wenn der Körper krank ist, dann hat er als Symptom Fieber, aber eigentlich ist Fieber ein Zeichen der Selbstheilungskräfte des Körpers, dass da gerade was bekämpft wird, was nicht da sein soll, zum Beispiel ein Virus. Und das tut weh und das ist mühsam, das auszuhalten, aber eigentlich ein Zeichen der Besserung, dass wir hinkommen zu einem besseren Zustand und zu einer Heilung. Ja. Und diese Konflikte, ich komme dann gleich zurück zur eigentlichen Frage, nur kurz diese zentrale Metapher noch zu erklären. Ich schöpfe da deshalb diese Hoffnung, dass die Wachstumsschmerzen affirmativ oder positiv besetzt werden können, weil wir das ja auch in der historischen Entwicklung ganz stark sehen. Also man muss schon offen ansprechen und das auch sehenden Auges wahrnehmen, dass die Erweiterung des Wirs auch geschichtlich betrachtet im Grunde nie ohne Konflikte abgegangen ist. Und das waren vielfach auch kriegerische Konflikte, wo Menschen um diese Erweiterung des Wirs, um eben Teil des Wirs zu werden, gestorben sind. Ja.
ich habe im Buch das Beispiel der amerikanischen Verfassung, die ja mit den Worten We the People beginnt. Und zum Zeitpunkt, als die Verfassung vor mehreren hundert Jahren geschrieben wurde, war mit diesem We ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung am amerikanischen Kontinent gemeint. Da waren keine Ureinwohner gemeint, da waren keine Sklaven gemeint, da waren keine Frauen gemeint, da waren nur Männer mit einem bestimmten Einkommen und Vermögen gemeint. Da waren sehr, sehr viele Gruppen ausgeschlossen. Und sukzessive im Laufe der Geschichte hat sich dieses Wir erweitert und mehr Menschen aufgenommen. Und bei diesem Kampf, gerade wenn es auch ums Wahlvolk geht, ich erinnere an die Suffragetten, da sind Menschen natürlich gestorben, dass sie Teil dieses Wirs werden. Und wir sehen das tatsächlich auch noch in vielen anderen Teilen der Welt, wo das so passiert. Und ich möchte das gar nicht schönreden oder sagen, wir brauchen das jetzt als notwendigen Schritt, aber eher vielleicht dieser Versuch, aus den Konflikten, die ja Gott sei Dank in unserem Breitengraden und vor allem in Industriestaaten und in europäischen Ländern fast nur mehr, nicht ausschließlich, aber fast nur mehr verbale Konflikte sind und vor allem verbale Diskussionen und Auseinandersetzungen, diese doch auch als einen notwendigen oder vielleicht möglichen Schritt hin zu einem größeren Wir zu sehen. Ja. Also das ist dieser Aspekt mit dem Schmerz. Und bei den Privilegien sehe ich es ein bisschen ähnlich. Ich kann mich erinnern, ich habe leider den Namen vergessen, wie sie heißt, aber eine sehr wirklich spannende amerikanische Politikwissenschaftlerin, die hat einmal von Democratization of Discomfort gesprochen. Also im Grunde dieses Unbehagen, das vor allem marginalisierte Menschen empfinden. Ne? Und Unbehagen ist jetzt fast ein beschönigendes Wort, also sprich weniger Möglichkeiten haben im Leben, weniger Ressourcen. Aber im Grunde kann man schon sagen, ein weniger angenehmes Leben wie privilegierte Menschen, dass das demokratischer verteilt sein soll, dieses Unbehagen. Das ist jetzt keine positive Vision, ja, für die, die jetzt gerade irgendwie in Comfort leben. Aber ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass es das bedeutet. Und jetzt komme ich ähnlich zum Beispiel im Buch zurück, weil genau das drückt dieses Democratization of Discomfort aus. Das ist ein Beispiel, das mir ein amerikanischer Professor bei einer Summer School mal erzählt hat. Und er hat das wiederum von einer weißen Studierenden von ihm gehört. Und die war eine junge, weiße, blonde Frau, die mit Vorliebe getunte, so tiefer gelegte Autos gefahren ist, mit getönten Scheiben. Und dann hat sie auch immer noch sehr laut so Rap- und Hip-Hop-Musik gehört. Ja, mit dem Auto ist sie da irgendwie durch die Stadt gecruised. Und dann ist sie einmal von einem Polizisten aufgehalten worden, ne? Und der kommt dann halt zur Fahrertür, sie kurbelt das Fenster runter und der Polizist sieht sie und ist mal merkbar geschockt, wenn er das sieht. Ja? Also mit so einer jungen, blonden Frau hat er nicht gerechnet, weil nicht nur in den Vereinigten Staaten, auch bei uns, tiefer gelegte Autos mit so dröhnender Battle-Rap-Musik, das verbindet man erstens mit Männern und vor allem mit schwarzen Männern in den Vereinigten Staaten. Also das sind sozusagen so ausgelagerte Racial Markers im Grunde. Ja. Und er hat aber nicht mit ihr gerechnet, sie hat das auch gemerkt, ja, und war dann ganz perplex, dieser Polizist, und hat dann gemeint, ach so, ja, na, Sie sind irgendwie zu schnell gefahren, aber wissen Sie was, das passt schon, fahren Sie ruhig weiter, gell, beim nächsten Mal halt nicht mehr so schnell, und wollte sie so ein bisschen weiterwinken. Und sie hat dann aber deutlich gemerkt, was da gerade passiert, ja, weil wenn sie wirklich ein schwarzer junger Mann gewesen wäre, hätte sie sehr wohl Strafe bezahlt für Schnellfahren. Und jetzt aber, weil sie halt eine junge Frau ist und der halt meint, das ist ihr vielleicht passiert, ja, und im Gegensatz zu den schwarzen Männern ist das halt nicht etwas, was sie tagtäglich die ganze Zeit machen, wollte er ihr quasi dieses Privileg zugestehen. Ja. Und sie hat dann aber sehr bewusst gesagt, dass sie das angesprochen, das ist mein erster Schritt, ja, gesagt, ich weiß, was sie gerade machen wollten, sie wollten mir ein Strafmandat ausstellen, weil ich zu schnell gefahren bin, das stimmt. Und dann hat sie das eingefordert. Sie hat gesagt, ja, bitte stellen Sie mir diese Strafe aus. Das stimmt ja auch, ich bin ja auch zu schnell gefahren. Und da hat sie halt diesen Discomfort sehr offensichtlich eingefordert für sich selber. Und das ist halt auch nicht leicht. Ich meine, das Beispiel verdeutlicht so gut, weil das halt mit unmittelbaren Nachteilen einherging, ja, die man wirklich finanziell messen kann. Und das fand ich dann irgendwie sehr, sehr spannend und eindrücklich. Und man muss natürlich in jeder einzelnen Alltagssituation das, glaube ich, unterschiedlich bewerten. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, überhaupt nicht, aber es verdeutlicht so ein bisschen, was es eigentlich für Folgen hat für die Person, die die Privilegien zurückweist. Und gleichzeitig aber auch, der Effekt ist ja eher etwas so ein bisschen wie,
weiß nicht, so ein Glitch in der Matrix, könnte man sagen, der da passiert. Ja, weil normalerweise ist ja der Gesellschaftsvertrag, wir sprechen das jetzt nicht an, das ist nicht passiert, wir tun einfach so, als wäre alles in Ordnung. Und sie hat das so offenkundig gemacht, ja, indem sie ganz klar definiert hat, adressiert hat, was da gerade passiert. Ja. Und das ist ja eigentlich das Moment, wo dann eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Ich habe jetzt gerade angefangen, einfach weil mir das Stichwort Democratization of Discomfort gefallen hat, habe ich das in den Chat geschrieben. Wenn ZuschauerInnen auch Lust haben, was in den Chat zu schreiben, was ihnen besonders gefällt, ich animiere auch gleich mal dazu, Fragen zu stellen. Wir üben das gleich nochmal mit dem Fragenstellen, weil ich jetzt noch eine Abstimmung für euch vorbereitet habe. Wir wussten ja, dass wir gerne mit Frau Kohlenberger über Privilegien sprechen wollten. Und wir haben mal eine sehr, sehr plakative Abstimmung gewählt. Wie weit geht das eigentlich? Also man könnte sich noch vorstellen, dass es noch viel weiter geht. Aber unsere Frage ist, wenn Privilegien zurückweisen auch bedeuten würde, 500 Euro im Monat abzugeben, wären Sie dazu bereit? Unsere Antworten zu der Frage sind ja. Ja, das tue ich bereits. Nein, das lässt meine finanzielle Situation nicht zu. Oder nein, meine finanzielle Situation würde das zulassen, aber ich halte es nicht für den geeigneten Weg. Ja, also nicht alle haben Lust auf diese Frage. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben jeweils, also wir haben keinen, der... dessen finanzielle Situation das zulassen würde, aber er es trotzdem nicht machen würde, sondern wir haben also 33% mit Ja, 33% mit das tue ich bereits und 33% mit das lässt meine finanzielle Situation nicht zu. Genau, da ich, also allein an dieser Frage ließe sich ja schon eine ganze Menge diskutieren, ja. Sozusagen. Ja. Wollen Sie, haben Sie Lust, da einmal kurz was zu sagen zu dem Ergebnis? Ja, ich bin auch, glaube ich, voreingenommen. Auch das ist so lustig. Also einerseits ja, ich sage jetzt aber, dass es vielleicht bewusst provokant jetzt auch noch formuliert ist, noch zusätzlich. Ja. Mittel- und westeuropäische Staaten und sozusagen gesamtbevölkerungsmäßig betrachtet, ist halt dieser finanzielle Aspekt fast die leichteste Form, um Privilegien von sich zu weisen. Ich sage das deshalb bewusst, weil ich natürlich auch stark aus dem Bereich der Fluchtforschung komme und da auch in der Flüchtlingshilfe immer wieder im Austausch stehe mit Menschen, die in der Praxis sind. Und das erkennt man einerseits im Kleinen, dass es ganz, ganz viel Bedarf daran gibt, das merke ich, und das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie negativ konnotieren, aber was man einfach merkt ist, es ist für viele Menschen sehr, sehr schwierig auszuhalten, dass es so etwas wie Moria gibt auf europäischem Boden, ihnen gleichzeitig aber auch die Möglichkeit fehlt zu handeln oder selbstwirksam zu sein. Und da bietet natürlich die Möglichkeit zu spenden, auch auf einer dieser vielen Ebenen, die reinkommen, die Möglichkeit, mit einem etwas besseren Gewissen schlafen zu gehen. Ich meine, das ist gar nicht negativ und ich möchte es nicht despektierlich sagen, aber ich finde es wichtig, dass gespendet wird. Wir sehen es gleichzeitig auch im ganz Großen auf der Makroebene, ja, weil was passiert, wie versucht zum Beispiel die EU die Migrationsfrage zu lösen, indem es die schon erwähnten Abkommen mit Drittstaaten gibt, in denen eine zweifelhafte menschenrechtliche Situation herrscht, Türkei zum Beispiel. Und diese Abkommen lässt sich die EU wahnsinnig viel kosten. Also wir haben bisher etwa 9 Milliarden Euro an die Türkei überwiesen. Ich habe heute gelesen, dass sich auch Deutschland aussprechen wird dafür, das EU-Türkei-Abkommen neu aufzusetzen. Und natürlich wird es wiederum sehr viele Ressourcen in einer postpandemischen Welt, muss man sagen, verschlingen. Dass das irgendwie noch am leichtesten von der Hand geht. Schwieriger wird es dann, wenn es darum geht, zum Beispiel Geflüchtete aufzunehmen und auf europäische Länder zu verteilen, ja, sich solidarisch zu zeigen. Also da steht ja noch dahinter der Frage, wo man sagen kann, wie genau ist dieser Discomfort dadurch, wie nehme ich den wahr? Das ist, glaube ich, noch eine, nicht für alle natürlich, ja, da kommt es auf die finanzielle Situation drauf an, aber gerade so eine Form von Discomfort, die vielleicht noch weniger
an wirklich die Substanz geht oder auch an das Selbst geht, als vielleicht gewisse andere Dinge, die auch noch eine Handlungsoption bieten würden. Ne? Also auch das ist natürlich Teil der Debatte, die ich sehr, sehr spannend finde. Und also Handlungsoptionen sind ja, glaube ich, sowieso das, was immer wieder, also und Handlungsoptionen gepaart mit Wirksamkeit. Was wären denn Ihre Handlungsoptionen? Ich bitte auch noch mal, wenn Fragen sind, bitte schreibt sie uns oder meldet euch. Ihr könnt auch gerne hier dazugeschaltet werden. Ja, genau. Aber trotzdem, meine Frage, ich frage weiter, wenn jemand anders fragt. Weil ich, ja, genau. Also ich bin ja der Meinung, dass die individuellen Handlungsoptionen im Grunde sehr beschränkt sind. Ja. Unsere Handlungsoptionen und das trifft... Eine traurige Antwort, aber ja, ich verstehe, woher sie kommt. Ja, also man hat es, glaube ich, auch jetzt schon jahrelang so beobachten können. Ich glaube, es trifft nicht nur auf Fragen wie Flucht und Migration zu, sondern auch auf die Klimafrage. Natürlich kann jeder seinen Beitrag leisten, keine Frage. Mein Klimawandel, weiß ich nicht, seinen eigenen Kaffeebecher mitnehmen für den Coffee to go. Dennoch gilt es natürlich, große strukturelle Veränderungen herbeizuführen und die gehen natürlich nur durch politische Handlungen, die gesetzt werden, wo das Hauptinstrument in einer Demokratie das Wahlrecht ist und die Möglichkeit, einerseits jetzt natürlich auch handelnde Akteure in Positionen zu wählen, die entsprechende strukturelle Veränderungen herbeiführen können. Also ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Machtposition, die man hat als Souverän, weil das Volk ist der Souverän in einer demokratischen Republik. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, sich auch die Gemengelage oder den Vergleich vor Augen zu führen. Natürlich individuelle Handlungen können wichtig sein, aber es geht natürlich um die großen Veränderungen, die nur auch politisch angetrieben und vorwärts gemacht werden können. Also einfach, weil es jetzt gerade ungefähr vor einer Stunde war, das macht das ganze Gespräch jetzt vielleicht noch ein bisschen trauriger. Ich habe mich gerade auch mit einer Dame, wir haben so eine Couch hingestellt und Gespräche geführt mit Menschen über Handlungsoptionen unterhalten und sie hat gesagt, bis letztes Jahr hatte ich gesagt, wählen gehen. Sie hätte grün gewählt und also ihr Eindruck ist halt, dass sozusagen jetzt gerade in der Frage, die ihr am wichtigsten war, nämlich in der Migrationsfrage, leider trotz Regierungsbeteiligung nichts passiert. Ja? Und das scheint ja im Moment an vielen Stellen ja, sich da irgendwie wenig zu bewegen. Ja? Wie gehen Sie dann mit dieser Frustration um? Weil Sie, auf der anderen Seite handeln Sie ja auch als Privatperson, indem Sie sozusagen, oder was heißt Privatperson? Das ist jetzt ein komisches Wort. Sie wissen, was ich meine. Ja? Mhm. Engagieren Sie sich ja trotzdem und machen ein Video, was dann heißt geordnete Rettung sozusagen. Mhm. Ja? Also wie, das ist ja, also Sie haben es ja auch gesagt, also diese ganze Geschichte in Moria, ich glaube, alle bewegen wir uns in diesem, die wir heute Abend wahrscheinlich mit Ihnen hier sitzen, in dieser kognitiven Dissonanz zwischen dem, was wir gerne würden und was da unten passiert und so weiter. Also natürlich sind die Mittel der politischen Partizipation nicht mit dem Wahlrecht erschöpft. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich auch zu betonen auf dieser strukturellen Ebene. Also gerade was zivilgesellschaftliches Engagement betrifft, gibt es Optionen, die auch den, ich sage mal, positiven Nebeneffekt haben, dass man sich selbst auch selbst wirksam fühlt. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Moment, wenn wir uns zurückerinnern an 2015 und die mittlerweile zum Schimpfwort verkommene Willkommenskultur, warum da so viele Menschen auch an den Bahnhöfen geholfen haben. Weil das war nämlich genau das Gegenteil von dem, was ich vorher erwähnt habe mit Geld überweisen und spenden. Da konnte man unmittelbar hingehen und sehen, welchen Effekt auch diese Hilfe hat, weil da die Menschen waren, denen die Hilfe zugute kam. Ja. Und ich glaube schon, und das ist durchaus legitim, dass das sein darf, ja, dass es natürlich geht um denen man hilft, ja, aber selber das zu spüren und die eigene Selbstwirksamkeit wahrzunehmen und zu sehen, wie die Hilfe ankommt und was sie bewirken kann, das ist natürlich eine ganz wichtige Motivation, gerade bei zivilgesellschaftlichem Engagement, und ist auch sehr wesentlich. Und daraus merke ich auch, ich bin ja auch mit vielen zivilgesellschaftlichen Vereinen und Initiativen im Austausch immer wieder, also einerseits in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, weil ich Vorträge halte, aber weil ich selber natürlich auch bei einer Initiative dabei bin. Ich merke auch, dass da immer mehr Frust entsteht, nämlich dann, wenn man nicht so helfen kann, wie man will. Und wenn man eigentlich,
fast salopp sagen, Gewehr bei Fuß steht und sagt, ich bin bereit und jetzt kann ich tun, jetzt kann ich machen und ich habe Ressourcen und so weiter. Und das wird dann verunmöglicht. Und das ist natürlich auch eine Form der Dissonanz, die sich gerade zeigt, wo man ein bisschen davon abgehalten wird, auch jetzt mit Hinblick auf Moria zum Beispiel zu helfen, indem eben einzelne Gemeinden zum Beispiel geflüchtete Menschen aufnehmen. Und das ist schon etwas, wo ich umgekehrt aber meine, das kann man auch wieder positiv kanalisieren, weil was da kommt, ist Frustration, da kommt Wut auch auf die Zustände. Und die aber umgekehrt auch natürlich, ich habe ja vorher die Emotionen angesprochen, die Angst als sehr stark mobilisierende Emotion, aber Wut ist natürlich auch sehr, sehr mobilisierend, das darf man nicht vergessen. Und das glaube ich schon, dass das weiterhin einfach wichtig ist, sich vor Augen zu führen, wie viel da auch tatsächlich noch getan wird. Weil wir haben natürlich landläufig so ein bisschen diesen Eindruck, als wäre dieses Flucht- und Asylthema ganz irgendwie auf einer Seite, die halt rechts der Mitte angesiedelt ist und ganz, ganz schwierig und es würde eine sehr starke Migrationsskepsis herstellen im Land. Das ist für Teile richtig, aber für andere Teile ist das Gegenteil richtig. Und es gibt schon auch sehr differenzierte Positionen. Das erkennt man vor allem daran, wenn man sich die Makrodaten ansieht. Es gibt so sehr große sozialwissenschaftliche Erhebungen, die in fast allen Ländern der Welt durchgeführt werden, wo man tatsächlich feststellt, und das glaubt mir meistens niemand, wenn ich das sage, ist im Zeitverlauf, wenn man so regelmäßig alle 10 Jahre die Stimmung in den Ländern erhebt, die Migrationsskepsis in allen europäischen Ländern, mit Ausnahme Ungarn, gesunken ist, weil Menschen grundsätzlich schon anerkennen, dass Migration generell einen Mehrwert hat für die Gesellschaft, vor allem der Arbeitsmarkt in Österreich oder Deutschland massiv von migrantischen Arbeitskräften abhängt, dass Flucht oder Asyl und dadurch die Aufnahme von Menschen auch ein Menschenrecht ist, wo es eben auch um europäische Werte und ein Rechtsfundament geht. Was aber schon eingefordert wird, das ist sozusagen die differenzierte Position, ist ganz stark Integration bis hin zu, ich würde sogar Assimilation nennen, also ganz stark Deutsch lernen, sich anpassen. Ne? Das ist eine Position, die man gar nicht so deutlich ist, das ist komplett links oder das ist komplett rechts zuordnen kann, aber die ist ein bisschen so dieses Stimmungsbild in vielen europäischen Ländern. Und das teilt sich dann halt unterschiedlich auf die Positionen der Parteien auf. Aber grundsätzlich ist das schon etwas, wo ich meinen würde, dass das auch mit einem gewissen aufgeklärten Zugang zum Thema zu tun hat. Also nicht blauäugig reine Emotionen, nur Angst oder nur alle Grenzen auf, sondern eigentlich differenziert betrachtet. Ja. Und wenn dann diese, also ich habe, wir sind ja heute sehr stark, gehen wir immer wieder auch auf diese Fluchtbewegung. Das ist auch gerade natürlich wieder wahnsinnig aktuell geworden. Aber wenn die Menschen dann da sind und wenn hier eine Weile gelebt wird, Sie haben vorhin schon kurz angeschnitten, ob wir das Thema der Staatsbürgerschaftsfrage noch aufmachen können, sozusagen. Ja, also weil wir hatten ja auch noch mal so ein bisschen das begrenzte Wir und diese unsichtbaren Grenzen genannt. Ja, ich fand wirklich auch noch mal interessant zu analysieren, inwieweit ja so eine Unterschicht auch geframed ist zum Beispiel und dann inwieweit das dann Auswirkungen hat auf die Frage, ob man jetzt eigentlich Wahlrecht großzügig vergeben möchte. Da geht es ja vielleicht auch um Privilegien. Vielleicht können Sie zu dem Komplex noch mal was sagen. Ja, also ich beginne vielleicht wieder so mit der kulturwissenschaftlichen Perspektive, die das sehr, sehr restriktive Einbürgerungsrecht in Österreich hat natürlich den Effekt, dass ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung, also gerade in Wien ist es ja ein Drittel, in Gesamtösterreich 15%, auch tendenziell steigen, immer fremd gehalten wird. Ja, also die sind ganz stark und fest und fix verortet in der Kategorie der anderen, weil ihnen halt die Staatsbürgerschaft fehlt. Ja. Ich erinnere da gerne an Hannah Arendt, die mal gesagt hat, die Staatsbürgerschaft wäre das erste und wichtigste Menschenrecht, von dem alle anderen abhängen. Jetzt gibt es natürlich rechtliche Instrumente, die das ein bisschen abfangen. Also wir haben die EMRK und so weiter, die natürlich auch für eine Gleichstellung von Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern sorgt und so weiter. Aber natürlich auf einer gewissen Ebene, wir leben in Demokratien und da ist einfach die Möglichkeit zu partizipieren
Und die Regeln des Zusammenlebens mitbestimmen zu können, da gibt es das nur das Wahlrecht als eine Möglichkeit. Und davon sind Menschen ausgeschlossen. Und das gewinnt natürlich an Fahrt, finde ich, gerade jetzt, wo wir uns in einer migrantischen oder manche würden auch sagen postmigrantischen Gesellschaft befinden. Ja. Es sind Einwanderungsgesellschaften, gerade in Mittel- und Westeuropa. Wie gesagt, sämtliche Arbeitsmärkte würden ohne migrantische Arbeitskräfte zusammenbrechen. Ein Großteil der Systemerhalter in der Krise waren Migranten, also viel mehr als Einheimische. Und diese Menschen aber natürlich nicht Teil der, ja, man könnte sagen, Debattenteilnehmer sind, weil wir hier auch über Debatten sprechen, ja. Debattenteilnehmer sind, wenn es darum geht, wie schaut eine migrantische Gesellschaft aus, wie schaut das Zusammenleben hier aus. Ja. Und was auf einer anderen Ebene, oder das ist eigentlich damit verwandt, noch sehr, sehr wichtig ist zu betonen, ich finde dieses Wertethema da so spannend. Ja? Also wir sprechen ja sehr viel über Werte oder Entwertung. Ja? Also durch die Verleihung Staatsbürgerschaft wird sie entwertet. Das ist ja überhaupt ein total faszinierender Spin, wie man irgendwie meinen kann, nur weil die Menschen, die im Gegensatz zu mir, die ich nichts getan habe, um Staatsbürger zu sein, die arbeiten und Gebühren zahlen und keine Ahnung, die entwerten es. Aber ich als kleines Baby habe da irgendwie, weiß ich nicht, für mehr Wert gesagt, ich weiß es nicht, ist interessant. Aber jedenfalls, die Wertedebatte ist ja auch spannend, weil was so stark gerade in der Integrationsdebatte hierzulande eingefordert wird, ist ja sehr stark so Loyalitätsbeweise von Zuwanderern. Ja? Also zum Beispiel mittels Wertekursen, man soll zeigen, dass man die Werte hier teilt, dass man demokratische Grundrechte teilt, dass man die Sprache lernt, dass man sich integriert bis hin zu assimiliert. Also im Grunde kann man sagen, kulturwissenschaftlich betrachtet, das sind Loyalitätsbeweise, die der Staat einfordert. Absurderweise aber einen ganz wichtigen Loyalitätskonflikt, der nämlich dadurch entsteht, dass ich hier lebe, vielleicht sogar hier geboren bin, hier lebe, hier arbeite, hier Steuern zahle, aber nicht wahlberechtigt bin, in einem anderen Land, dem ich mich gar nicht mehr zugehörig fühle, bin ich aber wahlberechtigt, entsteht ein ganz massiver, wenn nicht der grundlegendste Loyalitätskonflikt, den ich habe als zugewanderter Mensch oder selbst als Mensch, der hier geboren ist, aber halt migrantisch ist. Und diesen Loyalitätskonflikt aufzulösen wäre eigentlich, oder zumindest abzumildern, sagen wir so, das wäre eigentlich Aufgabe eines Staates und gerade einer migrantischen Gesellschaft, damit eben dann, und da sieht man eben die Auswirkungen, die das hat, auch das Zusammenleben funktioniert und diese Form der Loyalität einzufordern überhaupt mal Sinn machen würde. Ja. Also das ist so ein bisschen, was hinter dieser Debatte steht und was das auch das Paradoxe daran ist, dass ich auf der einen Seite ganz stark investiere in diese Integration durch Leistung, Wertekurse assimilieren, Deutsch, Fetisch, möchte ich was sagen, aber gleichzeitig den grundlegendsten Loyalitätskonflikt überhaupt nicht nur nicht abmildere, sondern bewusst eigentlich noch befeuere und bestehen lasse. Ja? Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ja? Und das finde ich ganz wesentlich. Und dann stehen natürlich noch andere Fragen dahinter, die demokratiepolitische Natur sind, das ganz klar. Ja, also wie geht man damit um, wenn politische Akteure im Grunde nur durch einen schwindenden und immer kleiner werdenden Prozentsatz der Wohnbevölkerung legitimiert sind. Ja. Das ist natürlich auch ein Thema, ja. Und also haben Sie denn Hoffnung, dass das geändert wird? Das war also, dass die Beteiligung, was Wahlrecht betrifft, möglich wird sozusagen? Also jetzt in der ganz aktuellen Debatte sind die Positionen sitzen fest und wird sich jetzt nicht akut irgendwie überraschend etwas ändern, egal welche Chats da noch auftauchen. Ich glaube, das wird nicht Auswirkungen auf die Staatsbürgerschaftsdebatte haben. Aber was ich schon glaube, wie gesagt, da schöpft die Hoffnung ja sehr aus dem Blick zurück und aus der historischen Rückschau. Das ist natürlich im Grunde der Trend, so wie er in diese Richtung zeigt, dass der Staats oder sozusagen, dass die Wahl, das Wahlrecht immer weiter und auf immer mehr Gruppen ausgedehnt wird, ja, und immer mehr Menschen Teil des Wirs wurden. Also dieser Trend zeigt ja nicht in die entgegengesetzte Richtung, sondern im Gegenteil, es ist einfach auch der Fortschritt oder sozusagen die Art und Weise, wie wir hier voranschreiten, wenn wir auch geschichtlich voranschreiten. Und deshalb glaube ich schon, dass das früher oder später so sein wird, dass das langsame und mühsame Schritte werden. Also das denke ich schon. Ich glaube, das wird sehr zäh vor sich gehen. Ich kann mir vorstellen, dass man als erstes zum Beispiel Erleichterungen für hier geborene Kinder schafft. Ja? Also dass man
nicht ein komplettes Jus Soli schaffen würde wie in Amerika, das glaube ich nicht, aber sozusagen mit einer gewissen Aufenthaltsdauer in Kombination mit hier geboren zu sein, das sind, glaube ich, dann so erste zaghafte Schritte. Und was natürlich ganz, ganz wesentlich wäre, was gar nicht in der jetzigen Debatte vorkommt, sind Doppelstaatsbürgerschaften, die eigentlich das wirkliche Instrument sind, um die Realität in einer globalisierten Welt abzubilden. Ja, es geht um multiple Zugehörigkeiten. Es geht nicht um entweder oder, sondern ich kann, weiß ich nicht, Bosnierin sein und Österreicherin sein. Ja. Und das abbilden zu können. Und dann auch die Frage, die ist natürlich diffizil, wo ist dann der Hauptlebensmittelpunkt? Wie ist das mit der Wahlberechtigung verknüpft? Ja. Aber auf der Identitätsebene beides sein zu können, anhand des Reisepasses, anhand der Staatsbürgerschaft, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage, ja, die auch, wie gesagt, Realitäten abbilden würde. Ja, da sind wir noch weit entfernt. Und wenn wir jetzt nochmal über dieses große Thema Wir sprechen, wie viel Differenz verträgt dann eine Gesellschaft und wie viel Differenz braucht sie vielleicht auch? Ja, Sie haben das Wort Assimilation benutzt, ist ja auch irgendwie ein, wie sage ich das denn jetzt? Ich sage mal Kampfbegriff, aber Sie wissen, was ich meine, ne? Also da wird ja auch drum gekämpft, um diese Geschichte. Und wie würden Sie dieses Maß irgendwie definieren? Oder gibt es da ein Maß? Oder gibt es da nur eine spielerische Komponente? Also, in dieser, ne, wie viel Differenz, verträgt ein Wir? Oder wann ist es, oder bleibt das immer Wir? Oder, ja. Sie haben ja von dem, also ich will so ein bisschen darauf hinaus, Sie haben ja von dem imaginierten Wir auch gesprochen, ja. Also da gibt es jetzt einen Prozess, der hat Wachstumsschmerzen sozusagen, ja, und dann gibt es ja vielleicht irgendwie ein Ziel, ja, dieses imaginierte Wir. Wie sieht das, ne? Also einerseits glaube ich, bewegen wir uns da fast gefährlich nahe in die Frage der Identitätspolitik. Die sogar laut Wikipedia Spezialistin sind. Ja, laut Wikipedia, ich weiß nicht, wie ich zu der Erde gekommen bin. Aber ich kann natürlich gerne darauf eingehen. Ja. Also im Grunde ist das natürlich eine gute Frage, weil im Grunde ist ja interessanterweise die Frage, wie viel Differenz verträgt das wir? Das ist ja selbst bei den anderen die Frage, weil die sind ja auch nicht so homogen, wie sie zugeschrieben werden. Also ich würde es gerne umdrehen. Ja. Man hat ja immer das Bild, gerade bei den anderen, das ist diese homogene Masse. Also ganz deutlich wird es natürlich bei den Migranten oder den Flüchtlingen, was ein sinnentleerter Begriff im Grunde ist. Also ich kenne jetzt vor allem die Zahlen natürlich für Österreich, wo jetzt einmal die größte Gruppe von Migrantinnen und Migranten im Land sind deutsche Menschen. Das heißt, die meinen wir meistens nicht, wenn wir sagen Menschen mit Migrationshintergrund, aber natürlich rein von der Definition her sind es Migranten. Wir haben das natürlich auch bei vielen anderen Differenzierungsmerkmalen. Ja? Also die Gruppe ist eine wahnsinnig heterogene, weil daneben Fragen der Herkunft oder auch Fragen der Ethnie, je nachdem, geografische Herkunft, Ethnie, auch sozioökonomische Hintergründe reinkommen. Ja? Und das drückt ja auch Migrationshintergrund sehr oft indirekt aus, dass es da auch um soziale Benachteiligungsformen häufig geht. Ja? Also man hat vor allem Menschen mit türkischen oder zum Beispiel bosnischen Wurzeln im Fokus und jetzt nicht Menschen, die aus anderen Teilen der EU eingewandert sind. Ja? Und vor allem nicht aus, weiß ich nicht, nordeuropäischen oder westeuropäischen Staaten. Also diese Differenzierung, die können wir auch sagen, das ist bei den anderen genauso im Grunde. Ja. Da sind wir aber wesentlich weniger empfindlich, wenn es darum geht, einfach eine homogene Masse dem zuzuschreiben oder Differenzen einfach nicht zuzulassen. Ja, und beim Thema Identität, ne, ich glaube, da erlebt man schon, dass diese Debatte sozusagen macht man dann im Grunde Politik auch für immer kleinere und kleinere Gruppen, weil man immer mehr und mehr die Differenz betont und dividiert das dann nicht das Gemeinsame auseinander und eigentlich braucht man Universelles. Ich glaube halt, dass der Begriff auch eigentlich ein sehr verfälschter und falsch gewählter ist, weil im Grunde, was mit Identitätspolitik gemeint ist, ist ja, dass gewisse Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ja, also ob das jetzt LGBTQI-Personen sind oder schwarze Menschen,
eigentlich nur Grundrechte einfordern und einfordern, dass diese Grundrechte auch gewahrt werden. Das steht ja hinter dem, was man jetzt despektierlich als Identitätspolitik bezeichnet. Ja? Also Black Lives Matter geht es ja darum, dass Menschen vor Polizeigewalt geschützt sind, auch wenn sie schwarz sind. Das klingt jetzt, ich sage es jetzt bewusst so salopp. Ja? Das ist einfach ein Grundrecht, das es ja eh schon gibt, aber das einfach nicht eingehalten wird. Und genauso kann man das natürlich auf anderen Ebenen, Marriage Equality zum Beispiel, also Ehe für alle und so weiter, auch umlegen. Ein besserer Begriff wäre wahrscheinlich ja, Politik für Minderheiten, die nicht davon abhängen sollen, wer die Mehrheit ist und dass die Mehrheit über diese Minderheit bestimmt. Und deshalb glaube ich, ist ja eigentlich, könnte man es ja genau umdrehen und sagen, im Grunde geht es ja nicht um die Differenz, also weil sie anders sind sollen, anders ja, im Sinne von, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil sie eine andere sexuelle Orientierung haben, sollen sie eben nicht anders behandelt werden, sondern man will eben, dass diese universellen Rechte auch wirklich universell sind. Also man kann das Ganze, glaube ich, auch wirklich von der anderen Seite betrachten. Und deshalb, um auf die Frage zurückzukommen, im Grunde ist natürlich, der Kern wiederum diese Rechtsfrage und Legitimitätsfrage, wo es dann nicht mehr um einzelne Befindlichkeiten, wie man auch oft sagt, geht, ja, oder Identitäten oder Differenzen, sondern das, was für alle verbrieft ist, soll halt wirklich auch für alle gelten. Naja, also ich habe hier eine Frage im Chat, die ich Ihnen gleich stellen will. Ich will nur kurz sagen, dass das Dumme ist ja, dass sich, ich sage jetzt auch sehr plakativ, der Rassist nicht an diese Vereinbarung hält. Und dann ist es natürlich doch wieder ein Problem. Ja? Also wenn wir uns darauf einigen würden, dann wäre das natürlich irgendwie was anderes. Aber ja, dadurch konstruiert ja auch derjenige, der beleidigt oder diskriminiert sozusagen, auch immer wieder eine Grenze zwischen dem Privilegierten und dem anderen, der so gerne in einem postmigrantischen Bild gar nicht der andere wäre, sozusagen. Ja, aber und es ist nicht mehr universell, genau. Es ist ja, genau. Also genau. Diskriminierung stellen quasi die Universalität in Frage, die man zwar gedanklich einfordern kann, aber praktisch, also de facto ist sie ja an vielen Stellen nicht da. Genau. Ich habe eine Frage von Herrn Seebacher, da der auch im Klarnamen hier als Zuschauer ist, habe ich das jetzt einfach mal auch als Namen gesagt. Wie passt denn dieser Begriff der Heimat zum, zur Herkunft bzw. Staatsbürgerschaften? Das mögen Sie der Hitze zuschreiben, Herr Seebach, ich weiß gar nicht mehr, was dieser Begriff, oder wenn Sie vielleicht meinen der Begriff der Heimat, dann kann das Frau Kohlenberger bestimmt gerne beantworten. Oder haben wir das Wort Heimat schon benutzt gerade? Ich hätte so verstanden, glaube ich, dass es Ich rede jetzt einfach über Heimat und wenn es nicht intendiert war, dann bitte laut schreien oder in den Chat schreiben. Genau, dann kommen Sie nochmal und reden mit uns hier auf dem Podium oder schreiben Sie das nochmal in den Chat rein. Genau. Okay. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich muss jetzt gleich ganz kurz Werbung machen, weil in dieser wunderbaren Reihe übermorgen, danke, in dieser wunderbaren Reihe übermorgen, wo mein Buch erschienen ist, gibt es tatsächlich auch einen Essay zum Thema Heimat. So, damit ich jetzt auch das Plan soll gegenüber dem Verlag erfüllt habe. Ja, Heimat ist natürlich ein wahnsinnig aufgeladener Begriff und der spielt da natürlich rein. Ist jetzt umgekehrt, muss man sagen, das ist der Vorteil, kein statistisch zu erfassender Begriff und natürlich auch in der Migrationsforschung eher auf der Ebene von Zugehörigkeit oder Emotionen angesiedelt. Also grundsätzlich muss man sagen, Heimat, oder ich fange mal so an aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich habe zuletzt auch eine Studie durchgeführt unter geflüchteten Frauen in Österreich war das. Ja. Und da kam auch so ein bisschen die Frage, wie geht es Ihnen in Österreich, umgekehrt, was verbinden Sie mit dem Herkunftsland und so weiter. Und da kam wahnsinnig schnell von vielen Menschen, dass wenn sie den Begriff Heimat hören, dann sind das im Grunde die Menschen, die ihnen wichtig sind. Und da bin ich halt sehr schnell wieder beim Wir, nicht? Ja? Also das ist selten so ein geografischer Ort. Der ist dann vielleicht eher so, das ist Herkunft, ja, und da komme ich her und da bin ich aufgewachsen und so. Aber Heimat ist vielmehr auf dieser emotionalen, ideellen Ebene angesiedelt und vor allem für Menschen, die natürlich für sich selber wissen, ich habe eigentlich nicht mehr die Option oder perspektivisch betrachtet sehr lange nicht die Option, ins Herkunftsland zurückzugehen, weil dort herrscht weiterhin Krieg und Verfolgung. Ich baue mir hier mein Leben auf. Ja.
Das Wichtige ist aber, dass die Kinder, dass die Familie hier mit mir ist. Und das ist eigentlich meine Heimat. Das ist das, was mich verankert. Ich glaube, man kennt das wahrscheinlich selber auch, wenn man gefragt wird, was ist Heimat für dich? Ja, viele werden natürlich einen Ort haben. Aber dieses Gefühl, dass man versucht, so ein bisschen aufzubeschwören, was spüre ich, wenn ich Heimat spüre? Natürlich kommen da unmittelbar auch Menschen einem in den Sinn. Ja? Also das ist sehr, sehr häufig, wie gesagt, die Familie als ganz wirkmächtiges Wir, aber das sind auch andere Formen des sozialen Zusammenhalts. Und deshalb glaube ich, also, dass auch das Wir ganz stark mit Heimat zusammenhängt. Ja? Und bei Fragen wie zum Beispiel der Staatsbürgerschaft geht es natürlich auf einer ideelleren Ebene schon darum, was braucht es alles, um sich heimisch zu fühlen. Ich habe jetzt immer über Zugehörigkeit gesprochen, weil das so ein bisschen mehr Fachbegriff noch ist, also Belonging nennen wir das. Ja. Das Gegenteil von Othering ist nämlich nicht Saming, sondern eigentlich Belonging, also zugehörig machen. Aber dahinter steht natürlich für Betroffene auch die Frage, wie fühle ich mich heimisch, wie dazugehörig fühle ich mich. Ja. Und da sind wir wieder sehr schnell bei dieser Frage von Sozialem und von einem Wir, zu dem man gehören darf oder nicht gehören darf. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Genau, ich hoffe auch, die Frage ist beantwortet. Ich hatte gerade mein Mikro ausgeschrieben, weil ich dieses schöne Zitat nochmal aufschreiben wollte, dass das Gegenteil von Othering nicht Saming ist, was ich wirklich sehr schön finde. Ich habe, weil wir jetzt ja wieder so ein bisschen bei dem Wir angekommen sind, ja, als ich ganz am Anfang Ihres Buches gelesen habe, dass es eigentlich kein Wir gibt und also und ich oder du, ja, oder ja, dass immer auch irgendwie Vorstellungen sind, habe ich gedacht, ja, aber es gibt ja eine große Angst vor dem nationalistischen, vielleicht sogar faschistischen Wir, ja. Also wie politisch ist der Begriff eigentlich? Ja, weil ich habe im Moment das Gefühl, dass wir, Sie haben vorhin Papst Franziskus, der auch das Wir nennt, sozusagen, ja, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ne? Das war bei ihm auch. Und also ich glaube, wir benutzen das Wir gerade sehr positiv. Wir haben aber jetzt in den beiden, also in Österreich und in Deutschland besonders, ja, natürlich die Erfahrung von einem sehr gefährlichen Wir, ja. Also können Sie vielleicht noch mal was zu Potenzial und Gefahr von Wir sagen? Ja, also Wir bietet sich wirklich perfekt für den Missbrauch an, kann man sagen, ja, absolut. Und das Wir sieht man ja vor allem auch bei populistischen Parteien und populistischen Strömungen, ja, wo halt diese Abgrenzung gegen die anderen ganz, ganz stark ist und eigentlich auch ein Kern der politischen Strategie. Also Abgrenzung gegen die da draußen, das sind halt dann Ausländer, Migranten, was auch immer, und die da oben, nicht, also die Eliten sehr, sehr häufig, was auch immer das bedeuten mag. Ja. Da wird ja wieder diese vermeintliche Homogenität der anderen hergestellt, die es gar nicht gibt. Und also diese politische Instrumentalisierung des Wir, ich habe schon erwähnt, in der Pandemie auch ganz, ganz stark, ganz wirkmächtig. Gleichzeitig benötigen das Nationen oder Nationalstaat, so wie wir ihn kennen, seit dem 18. und vor allem dem 19. Jahrhundert, der braucht halt dieses imaginäre Wir, kann man sagen. Ja. Also ich beziehe mich da im Buch auch auf den Politikwissenschaftler Benedict Anderson, der ja von Imagined Communities gesprochen hat, also eigentlich vorgestellten, imaginierten Gemeinschaften, weil in einer Nation kann ich nicht jeden Einzelnen kennen. Das heißt, dieses Wir bleibt bis zu einem gewissen Grad fiktional. Ja. Ich muss jetzt ein vermeintliches Wir-Gefühl, das sind wir beim Thema, ich fühle mich zugehörig, ich habe vielleicht patriotistische Gefühle, was auch immer, ich fühle mich als Österreicherin. Ich muss dieses Wir-Gefühl irgendwie fiktional beziehen auf sehr, sehr viele Menschen dieser Gemeinschaft, die ich nie kennenlernen werde. Und das ist natürlich sozusagen der Grundbaustein dafür, auf dem, wie gesagt, auch populistische Parteien dann aufsetzen, um zu sagen, wir zahlen jetzt verstärkt auch in dieses Wir einen Zusammenhalt ein. Und ich glaube schon, was wir auch erlebt haben, das erklärt jetzt nicht das gesamte Phänomen, aber ich glaube, es erklärt einen Teil des Phänomens, diese ganz massiven Corona-Demonstrationen, die man in Österreich und Deutschland erlebt hat. Ja, wir haben natürlich auch dadurch... Aber wir haben nur mehr 10 Minuten, das ist wahrscheinlich das Signal. Ja. Schnell sprechen, ja. So,
komme schon zum letzten Punkt. Genau, also da, ich glaube sozusagen einen kleinen Anteil dieser Corona-Demos, nicht den größten, ja, weil da waren andere Motivationen. Aber wir dürfen nicht vergessen, in welcher Zeit und auf welchen Boden das gefallen ist. Ja. Eine unglaubliche Vereinzelung der Gesellschaft und Wochen und Monate lang keine Möglichkeit, dieses Wir-Gefühl auch stärker zu spüren und wahrzunehmen. Ja. Heute haben viele Menschen wieder ganz stark die Möglichkeit, heute ist EM-Spiel Österreich gegen Ukraine. Ja. Das bietet sich an. Vor allem, wenn ich Public Viewing mache, da weiß jeder, was gemeint ist mit Wir-Gefühl. Da muss ich nicht viel beschreiben. Plötzlich fühlt man sich als Österreicher, auch wenn man sonst im Alltag jetzt nicht die wirkmächtigste Identitätsebene ist für einen selber. Diese Möglichkeit gab es in der Pandemie nicht. Und da war natürlich eine seltsame Art von Wir-Gefühl bei diesen Demos, obwohl, und das erklärt so ein bisschen den Zusammenhalt trotz allem, dass eine unglaublich heterogene Gruppe war, nicht? Also da hatten wir Identitäre und Neonazis, die gemeinsam mit so ein bisschen skeptischen Menschen, die halt nicht alle Maßnahmen so sinnvoll fanden, demonstriert sind, ja? Demonstriert haben. Und dass die überhaupt zusammengefunden haben, was möglich war, ich glaube schon, ein Teil davon war eben auch dieses Verlangen nach diesem gemeinsamen, nach diesem Wir-Gefühl, das wir halt nicht hatten. Und jetzt ist sicherlich eine Herausforderung für die Gesellschaft, wieder zu so etwas zu werden wie eine Gesellschaft, wo es auch diesen Austausch braucht und wo auch dieses Wir, wie gesagt, erstritten werden muss. Genau, jetzt haben wir ja sogar schon, sind wir sogar schon in der Gefahr, den eigentlich von mir immer sehr positiv belegten Begriff des Wirs, dass auch da jetzt gerade schmerzhafte Wachstumsprozesse hier auf dem Tisch liegen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir dabei gut, dass wir da gut bei rauskommen. Herr Seebacher schreibt noch Zugang zu dem Wir wahrscheinlich, soziale Umgebung oder Familie, finde ich sehr schön. Also er hat das nochmal, genau. Ich will noch einmal, weil das immer so schön ist am Schluss, so ein bisschen in Richtung Ausblick zu gehen. Sie haben von dem Vorgestellten, dem imaginierten Wir gesprochen. Bei Vorstellung, ich bin Theaterfrau, da knüpfe ich natürlich auch irgendwie an. Also was wir uns denn vorstellen könnten, um also ein positives Wir, welche Strategien sollten wir nutzen sozusagen? Ja? Wo sollten wir uns vernetzen? Welche Räume würden Sie sich wünschen, sollten viel mehr besetzt werden? Welche Diskussionen sollten vielleicht, also welche von diesen schmerzhaften Diskussionen sollten geführt werden? Haben Sie Wünsche? Also auch an das Theater. Also auch, ne? Also welche Räume sollten wir uns vielleicht zurückerobern? Ja? Gibt es da was, wo Sie sagen würden, das ist wichtig? Sie arbeiten ja auch mit einer Schauspielerin zusammen da in dem einen Projekt. Vielleicht gibt es da ja auch schon Diskussionen über Allianzen in die Kunst. Ja, also ich glaube, gerade die Kunst kann da natürlich wahnsinnig viel bewegen, was jetzt die Wissenschaft nie könnte, was auch eine, wie gesagt, die super sachliche Debatte nie könnte, ja, weil die Kunst viel unmittelbaren Zugang zu eben diesen Emotionen hat. Und ich glaube, es geht auch nur über die Emotionen tatsächlich. Ja. Ich finde beides wichtig. Ich finde auch sozusagen die Grundrechtsebene trotz allem sehr, sehr wichtig, sich vor Augen zu führen. Ja. Also die Tatsache auch, dass ich habe vorher die Wachstumsschmerzen erwähnt und auch Konflikte als sozusagen notwendigen Schritt oder Konflikte affirmativ zu betrachten als Teil der Heilung. Wichtig ist aber schon, das muss natürlich auf einem Fundament passieren, wo die Hemmfaktoren dieses Zusammenwachsens beseitigt sind oder nicht existieren. Also einerseits muss das auf einer Grundrechtsbasis passieren, wo es gewisse rote Linien gibt, die nicht überschritten werden. Diese rote Linien sind festgelegt durch das rechtliche Fundament, das wir uns gegeben haben in dieser Gesellschaft, Grund- und Freiheitsrechte, Menschenrechte. Also wenn ich auf einer Basis diskutiere, die diesen Boden verlässt, dann ist der Konflikt auch nicht mehr produktiv und führt auch nicht mehr zu einem größeren Wir. Das muss man ganz offen sagen. Und gleichzeitig aber auch die Tatsache, Hemmfaktoren des Zusammenwachsens, die ja vor allem struktureller Natur sind, ja, also wie zum Beispiel ökonomische Ungleichheit, soziale Ungleichheit, ja, Macht- und Herrschaftsverhältnisse, das gehört auch sehr offen adressiert. Ja. Und ich glaube, was auch wichtig ist, Wachstumsschmerzen zuzulassen, heißt eben nicht, Verletzungen nicht deutlich zu benennen und zurückzuweisen, eben gerade auch, ich habe ja Black Lives Matter und so weiter erwähnt, da geht es ja im Grunde auch darum, die eigene Verwundbarkeit zu sagen und einzufordern, dass diese Verwundbarkeit
für alle Gruppen gleich abgebaut werden sollen und nicht manche Gruppen weiterhin verletzlich bleiben und andere nicht. Ja. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Rahmenbedingungen einfach, damit es gelingen kann. Und ich habe jetzt noch eine Frage, 20.24 Uhr, Herr Koch, das ist noch völlig in Ordnung. Hat das Wir, Sie lesen das selber, ich lese es trotzdem einmal vor, einige haben den Chat vielleicht nicht offen, hat das Wir in unterschiedlichen Kulturen eine unterschiedliche Intensität? Also von weniger Wir bis zu viel Wir. Dann, da bin ich überfragt, analog zu Hof steht es kulturelle Dimensionen, aber vielleicht können Sie damit was anfangen, Frau. Ich bin auch überfragt, aber ich glaube, ich hoffe, ich verstehe die Frage richtig. Ich würde jetzt sozusagen mit soziologischer Brille natürlich darauf anwenden, wie stark oder wie eng auch Gemeinschaften sind und wie stark und wirkmächtig einzelne Wir sind. Das kann man anhand von Beispielen, okay, sehr gut, das kann man anhand von Beispielen festmachen. Ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich, wie wirkmächtig oder wie eng ist Familie als Begriff und als Konzept? Ja, und das wissen wir ja selber, dass das in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich gehandhabt wird. Einerseits, was verstehe ich unter Familie überhaupt? Ist es wie in Europa eher nur die Kernfamilie? Ist es die Großfamilie? Wer gehört dazu? Und dann aber auch, welche Wirkmächtigkeit entfaltet genau dieses Wir? Andererseits, andere Dimensionen sind vielleicht in Europa viel, viel stärker. Ja? Also wenn ich zum Beispiel über Nation oder Volk oder so spreche, hat das in anderen Kulturen dann weniger Wirkmächtigkeit. Ja? Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht in der Breite durchdeklinieren, aber da gibt es tatsächlich sehr viele Unterscheidungen und auch starke Variationen. Was uns aber natürlich allen gemein ist, stimmt auch die Kultur- und Sozialanthropologie zu, ohne Wir geht es halt nicht. Also das ist jetzt eher so ein Gemeinplatz zum Schluss, den ich leider bringen muss. Wir sind alle soziale Wesen und dahinter steht natürlich, dass die Wir quasi sein müssen. Also sie sind sozusagen Grundvoraussetzung. Die Frage ist eben auch nur, wie man damit umgeht und wie man damit umgeht, wenn Menschen nicht zum Wir gehören, nicht zum Wir gehören wollen oder halt nicht zum Wir gehören dürfen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Potpourri an Fragen, die wir stetig umkreisen. Und also vielleicht füge ich noch eine Sache an, das gewinnt jetzt langsam schon Tradition, das habe ich nämlich das letzte Mal auch gesagt, ich bin ja mit einem Ostdeutschen verheiratet. Ja. Ich finde, das ist natürlich auch, also es spricht mich jetzt gerade nochmal an, weil ich glaube, dass also dadurch, dass mein Mann und das Umfeld eher in so einer oppositionelleren Position in der ehemaligen DDR waren, oder aus Familien kommen, Wir ist für die schwierig. Also jede Form von Kollektivierung hat aufgrund einer biografischen Erfahrung, und ich habe im Moment schon das Gefühl, also Sie haben ein Buch geschrieben, es gibt hier in Graz gerade den Rotor, der hat ein Ausstellungsding, das heißt die Schule des Wirs. Ja. Also es hat auch ein bisschen Konjunktur, sich zu überlegen, trotz unserer historischen Erfahrung, ja, können wir dieses Wir wieder positiv, nicht nationalistisch, nicht völkisch und so weiter belegen. Und ich glaube, das ist auch eine total, also es ist auch ein Weg. Also es wäre jetzt meine Meinung dazu. Ich glaube nur, wenn jemand aus einer anderen biografischen Erfahrung kommt, kann das Wir auch was sehr Erschreckendes sein. Ja? Absolut, ja. Also der Missbrauch des Wir, wie gesagt, Sie haben es eh auch in den Chat geschrieben. Wir hatten jetzt leider nicht ganz die Zeit, aber da gibt es natürlich, wie Sie richtig sagen, historische Beispiele ohne Ende. Und das ist immer der Aspekt, glaube ich, wo man auch wachsam sein muss, beim Versuch, ein bestärkendes, inklusives, größeres Wir zu schaffen. Das ist immer so ein bisschen die Schablone, die auch dahinter steht. Ja, und das macht es nicht einfacher, das stimmt, ja. Absolut, ja. Ich denke jetzt gerade an das ein Seiltanzendes Wir vielleicht. Ja. Ja. Um das nochmal ins Bild zu kriegen. Schönes Bild, ja. Genau. Liebe Leute, wir haben heute sehr diszipliniert gesprochen. Es war ein wahnsinnig heißer Tag und Frau Kohlenberger, dass Sie trotzdem so viel gedankliche Präzision aufgebracht haben. Vielleicht ist Ihre Wohnung kühler als meine. Nein. Nein, dann ist das Kompliment von Herzen und groß. vielen Dank. Es hat, glaube ich, jetzt bestimmt unseren Zuhörerinnen was gebracht, aber auch für unser Projekt war das unglaublich wertvoll, nochmal so ein paar Schritte mit Ihnen zu gehen.